Die Weltbevölkerung nimmt zu und es wird immer mehr Energie gebraucht. Deshalb müssen die Ressourcen effizient eingesetzt werden. Und das müssen alle Staaten machen, alle Regierungen. Und ihnen muss es gelingen, dass sie die Bevölkerung davon überzeugen können. Ja, ich wünsche von den Regierungs- und Staatschefs, dass sie die Erkenntnis gewinnen, dass es letztlich kein Wachstum gibt ohne Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit ist die einzige Komponente, welche das Wachstum sicherstellt. Als Bauer bin ich mit der Nachhaltigkeit täglich konfrontiert. Die Nachhaltigkeit ist etwas sehr Wichtiges für uns, denn wir wollen die Bodenfruchtbarkeit auch in Zukunft erhalten und setzen deshalb die Ressourcen effizient ein, weniger Dünger, weniger Energie, weniger Pflanzenschutzmittel, und das ist auch ein wirtschaftlicher Beitrag, der sehr wichtig ist.